Ja, kommen wir zum weiteren Bereich Analyseverfahren. Also ich möchte wirklich hier viel tiefgehende Infos von dir, Fundamentalanalyse. Nutzt du es? Was hältst du davon? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Also ich habe ja im Studium dazu sehr viel gemacht. Ich habe den CFA gemacht, den Chartered Financial Analyst. Da bist du ja bei FSA mit dabei, also Financial Statement Analysis. Du bist ja wirklich sehr tief Ja. in diesen ganzen Themen mit drin. Ich habe das sehr, sehr intensiv auch betrieben. Gerade am Anfang meiner Karriere. Ich habe wirklich jeden Geschäftsbericht gelesen. Bin aber ein bisschen davon abgekommen, weil diese Analysetiefe dir irgendwann auch eine gewisse Overkonfidenz gibt. Und mittlerweile bin ich mehr auch auf so einer Makroebene, wo ich mir sage, ich schaue mir halt Makrothemen an. Auch von der logischen Seite her, auch so ein bisschen von diesem Thema Makromomentum, was wir vorhin schon hatten, und probiere es eher einfacher zu halten. Und es ist ein Widerspruch, weil viele Asset Manager machen sich das unglaublich schwer, sind sehr Genau. tief in diesen Themen Das drin, ist ja sehr verbreitet da in der Branche. weil es natürlich auch ein super Pitch ist, wenn ich dem Kunden erzählen kann, dass der Manager von VW vor 3 Wochen sich in den USA mit dem getroffen hat und das besprochen hat. Ich habe aber für mich gemerkt, dass es weniger so meiner Psychologie entspricht, deswegen sind meine Analysen eher einfacher. Und ich gucke, dass ich mich selber mehr analysiere als die Märkte dann irgendwann. Und das ist eher so eine Trading-Komponente. Ja, ich nutze das, aber in einer Art und Weise, wo ich selber vor 10 Jahren gesagt hätte, Mensch, wenn mir jemand das erzählt, so leicht, der hat auch keine Ahnung. Mittlerweile ist vielleicht auch so eine Art Lernkurve. Du hast am Anfang überhaupt keine Ahnung, dann lernst du unglaublich viel und dann kommst du wieder auf das zurück, was vielleicht sehr einfach erscheint, was aber dann funktioniert. Und ich fahre damit sehr gut. Und ich habe dadurch dann auch gar nicht mehr so die Begeisterung, 80 Seitenberichte zu lesen. Ich mache das ab und an, ich zwinge Ja. mich dazu, gerade im akademischen Bereich. Aber jetzt Bilanzanalyse wie früher zu machen und Cashflow-Analyse, ich glaube auch, dass es funktioniert. Ich kenne auch Spezialisten, gerade im MDAX und im SDAX, die da unterwegs sind. Aber es ist weniger mein Ansatz. Ich bin da so ein bisschen raus. Ich glaube aber generell, dass gute Strategien immer so gewisse Nischen brauchen. Und dass so viele tolle Themen angeschnitten. Es gibt in jedem Bereich, den du genannt hast, wirklich sehr gute Analysen, sehr gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich glaube aber auch, umso mehr du dich da rein spezialisierst, weil es zu dir passt, das kann echt alles sein, Optionen, Value, Momentum, was auch immer, technische Analyse. Umso mehr du da reingehst, umso besser ist es. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht mehr so tief drin wie früher, weil ich auch ein bisschen den Glauben verloren habe und eher dann in anderen Themen bin. Und Makro, hattest du eben schon was zu gesagt, Makroindikatoren, so ich nutze halt gern mal den Gebert-Indikator, weil es den schon so lange gibt. Also für mich ist halt immer wichtig, wenn es sowas schon seit 20 Jahren gibt in unveränderter Form. Oder der Uwe Lang hat ja seinen Börsenindikator gemacht, auch ganz nett. Oder in den USA ist der Laia auch ein Thema. Ist das für dich auch ein Thema oder Ja, das nicht so? bilde ich auch aus, aber dann eben auch Makroindikatoren unterschieden. Also das, was du sagst, diese Leading Indicators schaue ich mir an. Das heißt, ich gucke mir jede Zentralbanksitzung an. Also da bin ich auch wirklich stringent aus den großen vier. Das will ich einfach wissen, weil das sind die großen Genau. Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass Yield Curve Control in Japan gelockert wird, dass sie sich halt committed haben, bis März 2019 eine Exit-Strategie zu präsentieren, dann gucke ich einfach, dass ich den Nikkei eher short bin, dass ich den Yen eher long bin, weil die Zentralbanken über die Konjunktur bzw. über die Geldpolitik die Konjunktur dann entsprechend auch formen. Oder wenn eben die Fed irgendwann mal anfängt, die Zinsen zu senken, weil der Markt schlecht läuft, dann sind das so ganz große Themen für mich. Also alles, was leading-mäßig unterwegs ist, schaue ich mir an. Inflation ist ein unglaublich wichtiges Thema, Zentralbankpolitik. Ja. Was ich mir weniger angucke, sind diese Lagging-Indikatoren, also ein Arbeitsmarkt, solche Dinge, ein GDP. Also das sind eher unwichtige Dinge. Aber ich finde auch, dass man gerade als Anfänger gerne unterschätzt, wie wichtig diese Makrothemen sind. Und jeder Fondsmanager guckt halt nur auf diese Makrothemen. Und wenn das Geld dann langsam anfängt zu laufen in eine Richtung, muss es von der Makroseite auch ein Stück weit bespielt werden. Also es ist für mich schon ein Thema. Wobei ich aber auch sagen muss, ich gucke es mir ein bisschen anders an als früher. Früher hätte ich gesagt, naja, wenn der Leading Indicator steigt, möchte ich auch long sein. Heute gucke ich mir den Markt dazu an, auch vielleicht das Sentiment. Also ich habe generell 4 Bereiche, die ich mir angucke, Fundamentales, Technisches, Saisonalität und Sentiment. Das sind so meine 4 Steckenpferde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Fundamental, Leading Indicator geht nach oben, Technik ist nach unten, Saisonales ist nach unten und das Sentiment ist nach unten, würde ich das eben auch eher sogar als starkes Short-Signal werten. Hey, trotz der besseren Nachrichten, trotz der besseren Makrosituation, geht der Markt nach unten. Und das ist dieses klassische Thema, was treibt Kurse? Nicht Nachrichten treiben Kurse, sondern Kurse treiben Nachrichten. Und deswegen ist es für mich auch immer so ein, ja, Mehrklang von Dingen. Also ich schaue mir sehr viel an in dem Bereich, allerdings auf einem sehr starken Top-Level. Ich bin nicht mehr so tief drin, hatte ich gerade schon gesagt. Aber ich würde, wie gesagt, nie den Fehler machen und komplett die Makrolage außen vor lassen. Also wie gesagt, wenn die Zentralbank was committet, hat das einen Einfluss auf alle Märkte, ganz klar. Jo.
technische Analyse, hast du ja schon eben gesagt, machst du heute auch einen Vortrag bei der VTAD bei uns hier in Hannover. Ja. Setzt du so Chartanalyse ein oder mehr quantitative Modelle, technische Indikatoren? Hast du da irgendwas? Wie sieht der Bereich bei dir aus? Ich wundere mich ja, dass ich immer noch eingeladen werde von den Technikern, obwohl ich so wenig technische Analyse mache. Also ich nutze technische Analyse für mich, allerdings nicht um Prognosen zu machen, sondern um meine Emotionalität zu steuern. Mhm. Objektive Marken im Chart sind eben auch gut für mich, um meine Emotionen zu kontrollieren, weil ich da ein schönes Stop setzen kann. Und ich habe eine sehr wichtige Erfahrung gemacht, das hatte ich ja auch beim Technischen Analysekongress sehr breit erklärt, mit dem Vortrag, warum technische Analyse nicht mehr funktioniert, dass der größte Fehler, den man bei technischer Analyse machen kann, eigentlich der ist, das auf jeden Markt gleich anwenden zu wollen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 20 Jahren, ist, umso ineffizienter ein Markt ist, mein Beispiel war ja damals Kryptos oder Bitcoin, umso besser funktioniert technische Analyse. Und umso effizienter ein Markt ist, wie zum Beispiel jetzt Euro-Dollar, 5-Minuten-Chart, sehr viele Kapitalflows, umso schlechter ist es. Also ich nutze technische Analyse bei sehr ineffizienten Märkten, auch für die Prognose. Bei eher effizienteren Märkten nutze ich es eigentlich nur noch, um meine eigenen Emotionen zu regulieren. Mhm. Aber ich würde niemals sagen, hey, das ist ein Aufwärtstrend, jetzt bin ich long und deswegen muss es steigen, sondern ich würde sagen, ich bin aus irgendwelchen anderen Gründen long in meine Analyse, fundamental, technisch, Sentiment und Saisonalität. Und jetzt ist ein Aufwärtstrend, wir haben ein höheres Hoch, also setze ich meinen Stop drunter, um diese Idee, um diese Analyse dann irgendwann zu negieren, weil es gerade nicht funktioniert. Ja, aber wir laden nicht trotzdem technischen Analysten ein. Ein Glück. Bei uns kommen ja auch alle zu Wort, auch, ich sage mal, auch kritische Betrachtungen. Ja, wie sieht es mit Daytrading aus? Unterscheidest du ja, glaube ich, auch zwischen Investieren und Traden. Das ist für mich auch so ein bisschen die Unterscheidung. Ich beschäftige mich eigentlich mehr mit dem Investmentbereich und weniger mit dem Daytrading-Bereich. Ich glaube, du setzt beide Bereiche auch irgendwie privat ein, hatte ich mal in dem anderen Video gehört. Ja, also Zeit verdient Geld. Das Großteil des Geldes bei mir ist auch ganz klar im Investmentbereich. Und jeder, der traden will, dem sage ich auch, komm, beschäftige dich erstmal mit Investment, weil es ist wie im Fondsmanagement auch viel leichter, wenn du ja ein Grundportfolio, ein Basisportfolio hast, was vielleicht deine 10%, 11%, 12% aufs Jahr verdient und dein Trading eigentlich nur dieses Basisportfolio schützt. Und bei mir ist es so, ich habe 60% im Investment, 20% in diesen Expert-Advisern, automatischen Strategien und 20% im Trading. Mhm. Und die beste Situation ist eigentlich, wenn ich nicht viel traden muss, weil dann läuft der Rest sehr gut. Und manchmal habe ich auch richtig Lust zu traden, dann läuft es auch sehr gut, dann habe ich Spaß dran. Ich zeige nachher auch meinen Live-Account, darf ich ja jetzt auch machen, wo ich nicht mehr angestellt bin und live traden darf. Ja. Das sieht natürlich auch sehr gut aus, sonst würde ich ihn ja nicht zeigen. Ja. Aber ich könnte auch andere Dinge zeigen, die auch über die Zeit sehr gut aussehen. Nur die Idee ist eben, dass ich eher aus dem Investment kommen möchte und dann das Trading mache und nicht aus dem Trading komme und mir sage, hey, ich gehe ins Investment rein. Und alle Trading-Erträge, die schöpfe ich in der Regel auch ab und packe sie ins langfristige Investment, weil das ja auch Ertrag, Risiko und Stress, weil das halt natürlich viel weniger Stress hat. Natürlich, der Account, den ich zeige, der hat, ich weiß gar nicht ganz genau, über 100% gemacht in 4 Monaten, auch mit fünfstelligen Beträgen. Das schaffe ich im Investment im Leben nicht. Das will ich auch gar nicht, weil ich dann ein Riesenrisiko eingehe. Ja. Und das wirst du auch in diesem Trading-Account dann gleich sehen. Da sind halt auch Schwünge drin, 20.000, 30.000 Euro. Das kann ich im Trading gut aushalten, das ist für mich auch völlig okay, wenn ich ein Investmentportfolio habe mit mehreren 100.000 Euro, wo ich vielleicht auf einmal 200.000, 300.000 Drawdown habe in einem Monat, das würde ich nicht aushalten können, das würde mich wirklich auch tangieren und dementsprechend ist es auch so strukturiert. Das heißt für mich, das Thema Investment machen viele falsch und zu wenig, da würde ich auch gerne noch mehr ausbilden, fehlt mir momentan noch ein bisschen der Zugang. Und der Ansatz, über das Trading das Investment zu schützen, finde ich sehr smart. Und es gibt den tollen Spruch, wer kurzfristig im Trading alles richtig macht, der macht natürlich auch langfristig nichts falsch. Aber man kann eben zeigen, gerade wenn man diese ganzen Studien sich anschaut, dass die meisten Leute mit Investment mehr verdienen als mit Trading. Weil Trading ist natürlich für viel mehr Ertrag geeignet, fordert aber auch viel mehr Engagement, viel mehr Durchhaltekraft, viel mehr Zeit. Es ist mega leicht, ein guter Investor zu werden. Ich würde sagen, 2, 3 Seminare bei dir, bei mir, bei anderen reichen, um guter Investor zu sein, um nicht die klassischen Fehler der Fondskunden zu machen. Aber ein guter Trader zu werden, auf dem Niveau Daytrading betreiben zu können mit 30-40% jedes Jahr, das geht, gerade mit Arbitrageansätzen deutlich mehr, das fordert schon eine längere Ausbildung. Mhm. Und wenn man das Mittelding macht, spart man sich ein bisschen Zeit und dann kann man sich ja nach 3 Jahren immer noch entscheiden, bin ich vielleicht mehr Investor, der mit 15-20% zufrieden ist, oder möchte ich unbedingt mehr als Trader?